Die Geschichte von Hogwarts und all seinen vier Gründern. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video habe ich etwas Besonderes für euch. Die komplette Geschichte von Hogwarts und das Leben aller vier Hogwarts-Gründer. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. In diesem Video habe ich wirklich mein Bestes getan, um alle Infos aus verschiedenen Quellen rauszusuchen und euch den bestmöglichen Content zu liefern. Bevor wir aber damit beginnen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und wenn ihr noch mehr über das Harry Potter-Universum wissen wollt, schaut euch gerne die anderen Videos auf diesem Kanal an. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife mit dem Video starten. Hogwarts wurde irgendwann im 10. Jahrhundert gegründet. Es wurde versteckt, irgendwo im schottischen Hochland gebaut, aber der Ort wird nie genannt. Der Grund dafür war, dass das 10. Jahrhundert für Hexen und Zauberer eine Zeit der Not war. In dieser Zeit wurden Hexen und Zauberer tagtäglich von Muggeln verfolgt, die sich äußerst feindselig verhielten, wenn sie Zeugen von Magie wurden. Um das Personal, die Schüler und die Schule selbst zu schützen, wurden zusätzliche Vorkehrungen in Form von Zaubern getroffen, die dazu beitrugen, die Schule vor Muggeln zu verbergen. Sollte ein Muggel zufällig über das Schulgelände stolpern, würde er nur Ruinen und Schilder sehen, die ihn warnen würden, sich fernzuhalten. Hogwarts wurde gegründet, als sich im 10. Jahrhundert vier Hexen und Zauberer trafen, die etwas Bestimmtes gemeinsam hatten. Sie beschlossen, dass sie dieselbe Sehnsucht hatten, die beste Zaubererschule der Welt zu gründen. Die vier Gründer waren Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Und so wurde Hogwarts geboren. Der Name Hogwarts stammt eigentlich von der Gründerin Rowena Ravenclaw, die einen Traum hatte, in dem ein Warzenschwein sie zu einer Klippe an einem See führte. Es wird auch spekuliert, dass dies der Grund für die Wahl des Standortes der Schule war. Nach der Gründung wurde wie bei jeder Institution ein Wappen für Hogwarts geschaffen. Auf dem Schulwappen prangen die Worte Draco Dormiens Nunquam Titlandius, entschuldigt meine Aussprache, was in etwa so viel heißt wie Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Rowling verriet in einem Interview die wahre Bedeutung dieses Mottos. Der Name ist nur eine Redewendung, abgeleitet von schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Es ist eine Umwandlung des Sprichwortes ins Magische, wenn man so will. Es bedeutet im Grunde, dass man keinen Ärger machen soll, wie stoße nicht in ein Wespennest und spiele nicht mit dem Feuer. Wenn du einen schlafenden Drachen kitzelst, dann verursachst du wahrscheinlich nur Probleme für dich selbst. Probleme, die leicht vermieden werden könnten, wenn man einfach nicht an einem schlafenden Drachen kitzeln würde. Wie auch immer, nachdem die Gründer, die eng befreundet waren, die Schule gegründet hatten, beschlossen sie, dass jeder von ihnen ein eigenes Haus gründen und leiten würde, das eine Persönlichkeitseigenschaft und eine Fähigkeit repräsentieren würde, die sie fördern wollten. Und wie es der Zufall wollte, legten die Gründer, obwohl sie eng befreundet waren, auf sehr unterschiedliche Dinge Wert, was zu einer recht interessanten und vielfältigen Gruppe von Schülern an der Schule führte. Die Gryffindor-Schüler verkörperten Tapferkeit und Ritterlichkeit, die Ravenclaw-Schüler Intelligenz und Verstand, Hufflepuff Loyalität und Fairness und Slytherin die Werte der Verschlagenheit und Gerissenheit. Jahrelang waren die Gründer von Hogwarts selbst die Vorsteher ihrer jeweiligen Häuser und sortierten die Schüler manuell in ihre Häuser ein. Als ihnen jedoch klar wurde, dass sie nicht ewig da sein würden, mussten sie sich etwas einfallen lassen, um die Schüler weiterhin zu sortieren, wenn sie nicht mehr da sein würden. Und so wurde der sprechende Hut geboren. Godric Gryffindor zog seinen ganz normalen Hut vom Kopf und machte den anderen Gründern den Vorschlag, den Hut mit Hilfe ihrer gemeinsamen Magie zu verzaubern und ihn in ein fühlendes Wesen zu verwandeln. Den Gründern war es wichtig, dass die Häuser, die sie gründeten, weiterhin den Überzeugungen folgten, auf denen sie basierten. Diese Tugenden oder angeborenen Eigenschaften lassen sich am besten in den Worten des sprechenden Hutes selbst zusammenfassen. Bei Gryffindor wurden die Tapfersten weit mehr geschätzt als die anderen. Bei Ravenclaw waren die Klügsten immer die Besten. Für Hufflepuff waren harte Arbeiter am meisten würdig, aufgenommen zu werden. Und der machthungrige Slytherin liebte die mit großem Ehrgeiz. Im Wesentlichen funktioniert es folgendermaßen. Wenn man den Hut auf den Kopf setzt, beginnt er, den Geist zu analysieren und ordnet dich einem Haus zu, je nachdem, wie sehr du einem der vier Gründer ähnelst. Wenn der Hut große Tapferkeit wahrnimmt, ist Gryffindor die wahrscheinliche Wahl. Wenn der Hut große Intelligenz wahrnimmt, ist Ravenclaw die wahrscheinliche Wahl. Wenn der Hut spürt, dass du jemand bist, der ein harter Arbeiter ist, ist Hufflepuff die wahrscheinliche Wahl. Und schließlich, wenn der Hut spürt, dass jemand machthungrig ist, dann ist Slytherin die wahrscheinliche Wahl.
Nachdem der sprechende Hut eingeführt worden war, wurde es für die Gründer viel einfacher, ihre Schüler auszuwählen, und zu diesem Zeitpunkt fingen die Gründer an, sich zu zerstreiten. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir die vier Gründer von Hogwarts ein wenig näher betrachten. Von den vier Gründern von Hogwarts gibt es keinen, der so beliebt war wie Godric Gryffindor. Er war einer der mächtigsten Duellanten seiner Zeit, sowohl mit dem Zauberstab als auch mit seinem Schwert. Und die Schüler seines Hauses haben sich immer wieder als die tapfersten der Zaubererwelt erwiesen, als sie Gellert Grindelwald, Lord Voldemort und so manchen dunklen Zauberer besiegten. Doch trotz seines beeindruckenden Vermächtnisses sind viele seiner berühmten Taten und Errungenschaften fast in Vergessenheit geraten. Godric Gryffindor wurde wahrscheinlich irgendwann vor dem Jahr 960 nach Christus in einem Dorf im Westen Englands geboren. Im Gegensatz zu einigen seiner Mitbegründer wie Salazar Slytherin ist der genaue Ort von Godric Gryffindors Geburt ziemlich einfach zu bestimmen. Zum Gedenken an seine langjährigen Dienste für die Zauberergemeinschaft wurde das kleine Dorf im Westen Englands zu seinen Ehren in Godric's Hollow umbenannt. Und es war tatsächlich die Heimat vieler der berühmtesten Gryffindors des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Familie Dumbledore wohnte vielleicht schon bis 1864 in Godric's Hollow, ebenso wie auch die Familie Potter, die bis zu Lord Voldemorts schicksalhaftem Angriff in dem kleinen Familienhaus dort lebte. Im Laufe seines Lebens musste Godric Gryffindor mit den gleichen Herausforderungen kämpfen wie die anderen Hexen und Zauberer in jener Zeit, vor allem durch die Verfolgung der Gemeinschaft durch die Muggel, die sich zunehmend vor denjenigen fürchteten, die Magie ausüben konnten. Godric Gryffindor hatte sein ganzes Leben lang mit dem Hass der nicht zaubernden Gemeinschaft zu kämpfen. Aber interessanterweise, im Vergleich zu einem seiner Jugendfreunde, Salazar Slytherin, hat Godric nie versucht, Rache zu üben bzw. sich in irgendeiner Form zu rächen. Von den vier Gründern von Hogwarts war Godric sogar derjenige, der sich am lautesten für die Muggelgemeinschaft und die muggelstämmigen Zauberer einsetzte. Das alleine hat einige dazu veranlasst, Godric Gryffindors eigene Herkunft in Frage zu stellen. Manche vermuten, dass Godric Gryffindor ein Halbblut gewesen sein könnte, obwohl dies äußerst unwahrscheinlich ist. Einer seiner engsten Freunde war, wie bereits erwähnt, Salazar Slytherin, der sich fast sein ganzes Leben lang für die reinblütigen Rechte eingesetzt hat. Als junger Mann in den Jahrzehnten vor der Gründung der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei wurde Godric zu einer Art Ikone. Mit seinen Fähigkeiten im Umgang mit dem Schwert und dem Zauberstab war er als einer der größten Duellanten der damaligen Zeit bekannt. Und mit seinen massigen, breiten Schultern und seinem roten Haar, das oft als Löwenmähne beschrieben wurde, war er in jeder Arena eine einschüchternde Erscheinung. Obwohl er in einem magischen Duell fast jeden Gegner besiegen konnte, entschied sich Gryffindor oft dazu, ein einfaches Schwert zu benutzen, besonders wenn er gegen einen Muggel antrat. Godric achtete sehr darauf, Ehre und Respekt zu bewahren, selbst im Kampf. Genau die Eigenschaften, die später teilweise sein Haus in Hogwarts prägen sollten. Irgendwann vor dem Jahr 990 nach Christus, dem Gründungsjahr von Hogwarts, befand sich Godric Gryffindor in einem Briefwechsel mit drei der größten Zauberer und Hexen seiner Zeit. Einer davon war sein langjähriger Freund Salazar Slytherin. Die anderen beiden waren Helga Hufflepuff, eine Hexe aus Wales, die sehr begabt in der Zauberei war, und Rowena Ravenclaw, eine Hexe aus Schottland, die einen berüchtigten Streit mit ihrer eigenen Tochter hatte. Die vier waren bereits für ihre Fähigkeiten berühmt und gemeinsam hofften sie, ihre Fähigkeiten zu bündeln, um zukünftige Generationen von Hexen und Zauberern zu unterrichten. Jedes dieser Gründungsmitglieder von Hogwarts hatte seine eigene Vorstellung von Bildung und damit hatten sie einen gewissen Spielraum bei der Gestaltung des Unterrichts. Godric Gryffindor hoffte, die mutigsten und entschlossensten Schüler zu finden, während einige Mitglieder wie Helga Hufflepuff zum Beispiel den neu eingeschriebenen Schülern nicht so schwere Bürden auferlegten, wie es Gryffindor tat. Als Gryffindor sein Haus gründete, hoffte er, ein Vermächtnis zu schaffen, das Jahrhunderte überdauern würde. Eines, das sich um die Ideale des Kriegers dreht, die er selbst verkörperte, als er sein rubingeschmücktes Schwert im Kampf zog. Aber im Vergleich zu unserem modernen Konzept von Bildung und der Rolle, die ein Lehrer in der Entwicklung eines Schülers spielen sollte, könnte man schon sagen, dass Godrics Konzept etwas überholt ist. Als er als Anführer seines Hauses diente, hat er seinen Schülern beigebracht, Probleme zu lösen, indem sie sich aus der Situation herauskämpften, anstatt andere Taktiken anzuwenden, wie zum Beispiel Diplomatie, die vielleicht sogar mehr Leben gerettet hätte.
Wie auch immer man zu Godrics Erziehungsphilosophie stehen mag, es ist schwer zu leugnen, welche Wirkung der Zauberer hatte. Während andere Häuser wie Slytherin einige der schrecklichsten dunklen Zauberer hervorbrachten, die die Welt je sehen würde, brachte Gryffindor Leute wie Albus Dumbledore, James und Lily Potter und Minerva McGonagall hervor. Als die Schule nach und nach wuchs, entdeckten Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw eine Reihe von Herausforderungen, die sie bewältigen mussten. Die Gründer fragten sich, wie die Schüler in den nächsten Jahren nach ihrem Tod sortiert werden sollten. Daraus resultierte, wie schon gesagt, der Zauber auf dem sprechenden Hut. Aber Gryffindor legte noch einen anderen, geheimen Zauber auf den Hut, und der hatte mit seinem Schwert zu tun. Irgendwann kurz vor oder während seiner Zeit in Hogwarts hatte Godric Gryffindor die Anfertigung eines Silberschwertes in Auftrag gegeben. In späteren Jahren wurde es einfach als das Schwert von Godric Gryffindor bekannt, aber zu dieser Zeit kannten die Kobolde, die die Klinge hergestellt hatten, es als Ragnucks Schwert. Schließlich hatte Ragnuk, einer der größten Silberschmiede des Zeitalters, das Gerücht unter den Kobolden verbreitet, dass das Schwert ihm gehöre und Godric Gryffindor es gestohlen hatte. Die Kobolde waren über diese Nachricht so verärgert, dass eine Gruppe leicht zu manipulierender Kobolde versuchte, Godric bewusstlos zu schlagen und ihm das Schwert zu entreißen. Godric zog daraufhin seinen Zauberstab und belegte die unterlegenen Kobolde mit einem Zauberspruch und schickte sie mit einer eigenen Drohung zu Ragnuk zurück. Sollte der Kobold jemals wieder versuchen, das Schwert zu stehlen, würde Godric seine Klinge durch alle sie ziehen und sie leblos auf dem staubbedeckten Boden der Gießerei zurücklassen. Als Gryffindor mit den anderen drei Gründern den sprechenden Hut verzauberte, fügte er einen Zauber hinzu, der nur einem echten Gryffindor helfen konnte. Der echte Gryffindor konnte seine Hand in den Hut stecken und Ragnuks Schwert herausziehen. Schließlich gab es zu der Zeit von Godric Gryffindor mehr als genug Feinde, die einen jungen Zauberer um sein Leben fürchten lassen. Mit der drohenden Hexenjagd am Horizont und den dunklen Zauberern, die innerhalb der englischen magischen Gemeinschaft hier und da immer wieder auftauchten, hatte Godric allen Grund, sich um die zukünftigen Schüler in Hogwarts zu sorgen. Doch als die Jahre in Hogwarts vergingen, stand Gryffindor vor einer neuen Herausforderung, und zwar durch seinen ältesten Freund. Salazar Slytherin wurde immer intoleranter gegenüber Muggeln und Halbblütern. Ihm gefiel der Gedanke nicht, dass in Hogwarts auch andere als Reinblüter aufgenommen werden sollten. Wenn wir über das bloße Vorurteil hinwegsehen und versuchen herauszufinden, warum Slytherin eine so extreme Meinung vertrat, liegt das wahrscheinlich an seiner eigenen schmerzhaften Erfahrung mit den Muggeln in seiner Jugend. Die Qualen, die er durch die nichtmagische Gemeinschaft erleiden musste, verliehen ihm ein zusätzliches Gefühl der Tragik, aber entschuldigten natürlich nicht sein Verhalten. Schließlich beschloss Gryffindor zusammen mit den anderen Gründungsmitgliedern von Hogwarts, dass es genug war, und Slytherin verließ die Schule. Das war leider das letzte große Ereignis in Godrics Leben. Nach Salazars Weggang vermisste Gryffindor seinen alten Freund sehr. Sie hatten so viel gemeinsam geschaffen und der Zauberergemeinschaft auf unzählige Weise geholfen. Wenn Salazar nur seine Besessenheit von Reinblütern vergessen könnte, wer weiß, welche neuen Höhen die beiden dann erreicht hätten. In den folgenden Jahren verbrachte Godric die Jahreszeiten so, wie er es immer getan hatte, indem er die nächsten Generationen von Hexen und Zauberern in den Mauern von Hogwarts unterrichtete und beobachtete den Wechsel der Jahreszeiten. Schließlich starb Gryffindor irgendwann im 11. Jahrhundert. Sein Vermächtnis und die Ideale von Mut und Standhaftigkeit wurden zur Grundlage für einen Großteil der Zauberergemeinschaft, wie wir es heute sehen können. Ohne seinen Beitrag zu Hogwarts hätte die Welt den Aufstieg von Zauberern wie Lord Voldemort und Gellert Grindelwald wohl kaum überlebt. Aber wenn wir über die Errungenschaften von Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw hinausblicken, dann werdet ihr überrascht sein, dass von Salazar Slytherin nur sehr wenig übrig geblieben ist. Schließlich hatte Salazar um die Jahrtausendwende einen weitaus größeren Einfluss auf die Welt der Zauberer als die meisten anderen. Ich denke, wir sollten ganz am Anfang beginnen. Ganz zurück ins 10. Jahrhundert, als er geboren wurde. Was wissen wir über das frühere Leben von Salazar Slytherin? Sein bester Freund aus Kindergartentagen, Godric Gryffindor, wurde in England geboren und deshalb geht man davon aus, dass Salazar Slytherin auch dort geboren wurde. Bei den Details kann man sich leider nicht ganz sicher sein, aber es scheint, dass Salazars Heimatland England oder Schottland war. Da die meisten historischen Texte auf Pergament aufgezeichnet wurden, wurde ein kleines Detail wie der Geburtsort von Slytherin leider nicht vermerkt.
Obwohl Salazar wahrscheinlich von Ort zu Ort zog, da seine Eltern seine Ausbildung förderten oder vor der Verfolgung von Muggeln flohen, ist die Theorie, dass er in Irland geboren wurde, etwas zweifelhafter, wenn man bedenkt, wer Slytherins bester Jugendfreund war, Godric Gryffindor. Dieser andere Gründer von Hogwarts wurde bekanntlich im West County von England geboren und gab sogar dem Dorf seinen Namen, Godric's Hollow. Das wurde nämlich nach ihm benannt, dieselbe Stadt, in der fast 1000 Jahre später auch die Familie Dumbledore wohnte. Während die Kontroverse um Salazar Slytherins Heimatstadt bestehen bleibt, ist die Art und Weise, in der er aufgewachsen ist, weitaus klarer. Wie man vermuten könnte, wuchs Slytherin wahrscheinlich in einer Familie auf, die Muggel verachtete. In seiner Kindheit wurde sein Hass auf Nicht-Reinblütige geprägt. Obwohl es einfach genug wäre, Salazars Hass als ein einfaches Erbe zu betrachten, das ihm von seinen Eltern mitgegeben wurde, könnte es auch andere Gründe geben. England war zu dieser Zeit im 10. Jahrhundert von der Inbrunst der angelsächsischen christlichen Kirche erfüllt. Im Zuge ihrer Bemühungen, die Landschaft von heidnischen Götzen und ihren Anhängern zu säubern, waren zweifellos auch magische Familien Ziel der Angriffe. Sicherlich war ein Teil von Salazars Vorurteilen auf ein Gefühl von Angst zurückzuführen. Bevor er sich seinen Zaubererfreunden bei der Gründung von Hogwarts anschloss, erwarb sich Salazar einen Ruf als versierter Zauberer. Wie auch andere dunkle Zauberer im Laufe der Geschichte war Salazar Slytherin in der Lage, mit Schlangen zu kommunizieren. Als Paselmunds teilte er diese besondere Eigenschaft mit dem Schöpfer des allerersten Basilisken, Herpo der Üble, und Salazars eigenem entfernten Nachfahren Tom Riddle. Salazar brauchte diese Fähigkeit, als er die Kammer des Schreckens erschuf, bevor er gezwungen wurde, Hogwarts zu verlassen. Aber zu dieser Geschichte komme ich gleich noch. In seiner Jugend schuf Salazar auch seinen eigenen Zauberstab, ein magisches Relikt, das ein über 1000 Jahre altes Vermächtnis hat. Salazar schuf die Waffe ursprünglich aus Schlangenholz und bettete sogar ein winziges Stück eines Basilisken in die Waffe ein. Wenn wir an die größten Duellanten der damaligen Zeit denken, fällt unser Blick oft zuerst auf Godric Gryffindor, der im Kampf sowohl ein Schwert als auch einen Zauberstab führte. Aber auch Slytherin war nicht zu verachten. Allerdings übertraf seine Fähigkeit, Zauberstäbe herzustellen, jedes seiner Duelle. Die Waffe wurde schließlich zu einem Erbstück seiner Familie. Neben seinem Zauberstab hatte sich Salazar in einer Reihe von magischen Disziplinen ausgebildet. Als Legilimentiker war der dunkle Zauberer in der Lage, die Gedanken anderer zu lesen und sogar Visionen in deren Geist zu projizieren, ähnlich wie Voldemort. Es gibt zwar nicht viele Aufzeichnungen über Salazars besondere Leistung in dieser Disziplin, aber wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass er mit späteren Zauberern wie Severus Snape und Lord Voldemort konkurrierte. Wie der frühere dunkle Zauberer Herpo der Üble hatte auch Salazar Slytherin die Fähigkeit beherrscht, einen Basilisken zu erschaffen. Eine riesige, giftige Schlange und einer der tödlichsten Kreaturen der Welt der Zauberer. Zu Harry Potters Zeiten war das Züchten und Halten von Basilisken in Gefangenschaft ein Verbrechen, für das man mehrere Jahre ins Gefängnis kommen konnte. Salazars Fähigkeit, die Paselsprache zu sprechen, kam ihm in diesem Bereich sehr zugute. Basilisken waren große Bestien und galten als unmöglich zu zähmen. Deshalb gehörten die dunklen Zauberer, insbesondere diejenigen, die Paselmunde waren, zu den einzigen Wesen, die die Schlangen kontrollieren konnten. Durch ihre Fähigkeit, mit den Riesenschlangen zu kommunizieren, konnten sie zumindest in die richtige Richtung lenken. Wie man vermuten könnte, würde Salazar Slytherin diese Fähigkeit nutzen, um einen Basilisken in der Kammer des Schreckens zu platzieren. Ihr fragt euch sicher, wann genau Salazar Slytherin auf die Idee kam, Hogwarts zu gründen. Nun, die genauen Daten der Gründung von Hogwarts sind nicht ganz klar. Während es schon schwierig ist, das Gründungsdatum der Schule zu bestimmen, ist es wohl noch schwieriger, Slytherins Alter bei der Gründung zu bestimmen. Es scheint, dass sich die Historiker nicht auf ein bestimmtes Alter einigen können, aber es würde keinen Sinn machen, dass Salazar viel jünger als Anfang 30 war, um bei der Gründung von Hogwarts zu helfen. Die im schottischen Hochland gelegene Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ließ Salazar mit seiner einzigartigen Vision für die zukünftigen Generationen von Zauberern sehr viel Freiheit. Da jeder Gründer sein eigenes Haus hatte, beschloss Slytherin, dass er sein Haus einer bestimmten Art von Zauberern widmen würde. Slytherin bevorzugte die Gerissensten. Er hasste Muggel, so viel wussten wir bereits. Das Haus Slytherin diskriminierte also aktiv muggelstämmige Schüler bei der Zeremonie der Hutsortierung. Tatsächlich war es zum Teil Salazars Geschick im Umgang mit Zaubersprüchen zu verdanken, dass der sprechende Hut überhaupt zum Leben erweckt wurde.
Zusammen mit den anderen Gründern verzauberte er einen von Godrics alten, zerfledderten Hüten und wählte damit neue Mitglieder für ihre jeweiligen Häuser aus. Es ist ziemlich schwer zu sagen, wie Hogwarts während Slytherins Zeit an der Schule aussah. Angesichts der Angriffe der Muggel auf die Zauberergemeinschaft, die im ganzen Land wüteten, muss Salazar ein starker Verfechter von Lehrtechniken gewesen sein, die seine Schüler in die Lage versetzten, mit einfachen Stahlwaffen bewaffnete Scharen von Dorfbewohnern zu besiegen. Aber wie ich bereits anfangs erwähnt habe, ist nicht viel über das Leben und die Zeiten von Salazar Slytherin bekannt. Und das liegt zum großen Teil daran, wie er seine Zeit in Hogwarts beendete. In den Anfangsjahren der Schule geriet Slytherin mit seinen Mitbegründern sehr oft aneinander. Seine dunkle Art störte Godric, Helga und Rowena zunächst nicht. Seine Anti-Muggel-Rhetorik, so richtig sie auch damals gewesen sein mag, kam bei den anderen hingegen nicht so gut an. An einem Punkt stellte Slytherin ein Ultimatum. Er konnte sich keine Zukunft für die Schule vorstellen, wenn sie weiterhin muggelstämmige Zauberer in das Programm aufnimmt. Obwohl Slytherin in Bezug auf sein eigenes Haus große Freiheiten hatte und sogar der sprechende Hut Salazar dabei half, Nicht-Reinblütige aus seinem Programm auszuschließen, wollte der dunkle Zauberer doch mehr. Er wollte, dass jedes Haus in Hogwarts nur die besten Reinblütigen aufnimmt. Und als dieses Thema schließlich zum Gespräch wurde, stellte Slytherin fest, dass seine Mitbegründer nicht einlenken wollten. Sie waren der Meinung, dass Muggelgeborene genauso wichtig waren wie Reinblüter, und sie konnten Slytherins Vorurteile nicht tolerieren. Selbst Salazars ältester Freund, der liebe Godric Gryffindor, kritisierte Slytherin für seine Intoleranz. Am Ende sah sich Salazar gezwungen, Hogwarts zu verlassen. Die Schule, die er so viele Jahre lang mitgestaltet hatte. Aber er verließ die Schule nicht ohne Makel. Auch in den kommenden Jahren würde der sprechende Hut die Schüler nach Salazars Vorlieben einsortieren. Und es gab noch einen weiteren Fleck in Hogwarts, den Slytherin hinterließ. In den Tiefen von Hogwarts, die nur über versteckte Gänge zugänglich sind, hat der dunkle Zauberer die Kammer des Schreckens geschaffen. Eine geheime Kammer mit einer Statue seines Ebenbildes. Aber das war nicht das Einzige, was in der Kammer war. Slytherin erschuf auch noch einen riesigen giftigen Basilisken. Salazar hoffte, dass einer seiner Erben seine Aufgabe übernehmen würde, die Welt mit Hilfe seiner Schlange von muggelstämmigen Zauberern zu befreien. Seine Träume sollten sich 1000 Jahre später erfüllen, als Tom Riddle die Kammer betrat und seine nicht reinblütigen Klassenkameraden angriff. Leider ist über die Zeit, nachdem Salazar Hogwarts verlassen hatte, nicht viel bekannt, aber viele glauben, dass er nur kurze Zeit nach der Erschaffung der Kammer des Schreckens gestorben ist. Slytherin war schon sehr talentiert, was Zauberkunst angeht. Immerhin schuf er eine geheime, verzauberte Kammer direkt vor den Augen der anderen drei Gründer und keiner von ihnen hat etwas bemerkt oder jemals etwas herausgefunden. Aber wenn dich das Vermächtnis von Zauberern interessiert, die über dunkle Zauberer triumphiert haben, würdest du wahrscheinlich an Godric Gryffindor denken. Die Schüler seines Hauses gehörten zu den stärksten Zauberern in ganz Europa. Und im 20. Jahrhundert waren Gryffindors Schüler dafür verantwortlich, nicht nur Grindelwald zu besiegen, sondern auch den weitaus schrecklicheren dunklen Zauberer Tom Riddle. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar einige von euch Rowena Ravenclaw als mächtigste von den vier Gründern ansehen würden. Im Gegensatz zu den anderen Gründern war Rowena nicht an Mut oder Reinblütigkeit interessiert. Sie wählte ihre Schüler nach ihrer Intelligenz aus. Der größte Zaubererstabmacher der Welt, der Mann, der dafür verantwortlich war, dass sowohl Lord Voldemort als auch Harry Potter die Werkzeuge für ihre Duelle bekam, Ollivander, war ein Absolvent des Ravenclaw-Hauses. Aber ich bin bereit zu behaupten, dass Helga Hufflepuff, die vierte und letzte Gründerin von Hogwarts, auch auf die Liste gehört und man sie auch als sehr stark darstellen kann. Godric Gryffindor wurde im Westen Englands geboren, Rowena Ravenclaw in einem engen Tal auf dem schottischen Festland und Salazar Slytherin auch in England, obwohl der letzte Teil oft bestritten wird. Aber Helga stammte aus Wales. Obwohl die alten Aufzeichnungen über ihre Heimatstadt verloren gegangen sind, wissen wir, dass Helga weit weg von den städtischen Handelszentren aufgewachsen ist und stattdessen tief inmitten der walisischen Landschaft. Gryffindor hatte trotz seines Rufes als einer der edelsten Zauberer seiner Zeit eine besonders schlechte Angewohnheit, sich eifrig in Duelle zu stürzen.
Und genau dieser Charakterzug, Mut im Angesicht des möglichen Todes, war genau das, wonach der sprechende Hut bei der Auswahl der Schüler für Godrics Haus suchte. Sogar Slytherin, von dem es hieß, er sei oft umgezogen, zuerst nach Irland und schließlich in das Dorf von Gryffindor, wurde von seiner Heimat ordentlich geprägt. Da er den fiesen Muggeln ausgesetzt war, die die magische Gemeinschaft fürchteten, entwickelte Slytherin einen tiefen Hass auf alle nicht-magischen Wesen. Und dieses Vorurteil führte natürlich dazu, dass er später aus Hogwarts rausgeschmissen wurde. Aber es ist ein weiterer Charakterzug, den Historiker mit der Landschaft, in der er aufgewachsen ist, in Verbindung bringen. Wenn wir an Helga Hufflepuff denken, so war ihr größtes Attribut ihr gerechtes und gütiges Herz. Wenn wir über ihre Zeit als Lehrerin in Hogwarts sprechen, werden wir uns damit befassen, was Helgas Fairness tatsächlich bedeutete, natürlich in Bezug auf ihre Schüler. Obwohl wir Helgas Geburtsort kennen, ist es unmöglich, ihr tatsächliches Geburtsdatum zu erfahren, wie bei den anderen Gründern von Hogwarts und so ziemlich jedem, der in dieser Welt gelebt hat, sind Pergamentaufzeichnungen nur sehr, sehr schwer zu bekommen. Das Beste, was wir tun können, ist, einen Blick auf das Gründungsdatum von Hogwarts zu werfen und daraus zu schließen, wie alt Helga zu dieser Zeit gewesen sein muss. Wir wissen, dass Hogwarts im Jahr 993 gegründet wurde, nur wenige Jahre vor der Jahrtausendwende. Sicherlich wurde Helga Hufflepuff mindestens ein paar Jahrzehnte vorher geboren, aber es ist schwierig zu entschlüsseln. Da wir wissen, dass Helga, Godric, Salazar und Rowena oft als enge Freunde bezeichnet wurden, müssten sie höchstwahrscheinlich etwa gleich alt gewesen sein. Und da die meisten im 11. oder 12. Jahrhundert gestorben sein sollen, ist es wahrscheinlich, dass Helga in den ersten Semestern in ihren 30ern oder 40ern war, was ihr Geburtsdatum auf etwa 960 nach Christus festlegen würde. Als Mitbegründerin von Hogwarts muss Hufflepuff eine der größten Hexen ihrer Zeit gewesen sein. Wenn wir uns ihre besonderen Fähigkeiten ansehen, stellen wir fest, dass sie sich in einer der wenigen bekannten magischen Disziplinen auszeichnete, den lebensmittelbezogenen Zaubern. Obwohl man diese Kunstform schnell abtun könnte, wäre das falsch. Hufflepuffs Fähigkeit, mit ihrem Zauberstab riesige Festmahle und dekadente Desserts zu zaubern, würde in einem Kampf gegen dunkle Zauberer nicht helfen. Aber Essenszauber sind einer der wichtigsten Bestandteile des täglichen Lebens der Zauberer. Wenn man genau darüber nachdenkt, erkennt man, dass die Fähigkeit der magischen Gemeinschaft, Essen schnell, effizient und hygienisch zuzubereiten, im Mittelalter etwas war, das sie deutlich von der Muggelwelt unterschied. Nichtmagische Leute litten während des Großteils der früheren Geschichte oft unter verschiedenen Krankheiten und sogar Seuchen. Einige Krankheiten wurden durch verdorbene Lebensmittel verursacht, während andere Krankheiten durch krankes Ungeziefer auf die Lebensmittelvorräte übertragen wurden. Erst mit dem Aufkommen der modernen Medizin im 20. Jahrhundert und der technischen Revolution, die die Kühlung hervorbrachte, waren lebensmittelbedingte Krankheiten nicht mehr die häufigste Todesursache bei Kindern und Erwachsenen zwischen 18 und 50 Jahren. Aber während all dieser Jahrhunderte war die Gemeinschaft der Zauberer davon weitgehend unberührt. Natürlich war die Heilmagie schon zu Helgas Zeiten sehr geschickt darin, gewöhnliche Krankheiten wie Grippe oder Erkältungen zu heilen. Selbst wenn sich also ein Zauberer eine ernährungsbedingte Krankheit zuzog, war er wahrscheinlich in der Lage, sich mit ein paar Schwüngen seines Zauberstabs selbst behandeln zu können. Hufflepuff hat den Lebensmittelzauber weit über das hinausgetrieben, was er vor ihr war, und wahrscheinlich viele Leben gerettet. Ihre Mitbegründer schätzten offensichtlich ihren Beitrag, denn sie hielten Hufflepuff für weise genug, um sie bei der Gründung von Hogwarts zu unterstützen. Und es war während ihrer Zeit in Hogwarts, dass Helgas Vision für die Zukunft ein Vermächtnis schuf, das mehr Zauberern geholfen hat als jeder andere ihrer Zeitgenossen. Und das ist der Hauptgrund, warum man sie zu Recht als eine der größten von allen bezeichnen kann. Wie bereits erwähnt, bestand ein Teil der Rechte, die den Gründern übertragen wurden, darin, wie genau sie die Schüler für ihre jeweiligen Häuser auswählen. So wie jeder Gründer sich in einer bestimmten magischen Disziplin auszeichnete, wünschte sich jeder von ihnen Schüler, die dies widerspiegelten. Godric schätzte Mut, Salazar bevorzugte Reinblüter und Rowena nahm die intelligentesten Schüler an. Aber Helga war da etwas anders. Sie ließ einfach jeden rein. Sie hatte keine Vorurteile gegen ihre Schüler und ließ keine ihrer vorgefassten Meinungen zu. Sie gab jedem Schüler die gleiche Chance. Und so berührte Helga das Leben von Tausenden von Zauberern, die sonst von den anderen Häusern abgelehnt worden wären. Im besten Fall wollte Helga einfach nur gute, ehrliche Kinder, die hart arbeiten und ihren Freunden treu bleiben.
Auch wenn die anderen Häuser weitaus berühmtere Absolventen hervorgebracht haben, ist es schwer vorstellbar, dass irgendeines von ihnen eine größere Botschaft als das von Helga senden könnte. Nach der Gründung der Schule vergingen Jahre, in denen Helga jeden Herbst neue Gesichter unterrichten durfte. Aber wie Godric Gryffindor und Rowena Ravenclaw schließlich verstehen sollten, hatte Helga das Gefühl, dass sich einer ihrer Mitbegründer falsch verhielt. Mit der Zeit trat Salazar Slytherin an die anderen Gründer heran und verlangte, dass sie ihre Zulassungsbedingungen ändern. Salazar, immer noch tief gezeichnet von den Qualen, die er wahrscheinlich durch Muggel erlitten hatte, wollte Halbblüter und Muggelgeborene von der Aufnahme in Hogwarts ausschließen. Aber die anderen Gründer weigerten sich, den Forderungen von Slytherin nachzugeben. Und da man weiß, wie standhaft Hufflepuff war, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch diejenige war, die sich gegen Salazar stellte. Schließlich verließ Salazar Slytherin die Schule und die verbleibenden drei Schulleiter machten ihre Arbeit ohne ihn weiter. Zum Glück für Helga verlief der Rest ihres Lebens ereignislos und die kleine Spaltung mit Salazar war die letzte große Konfrontation, die sie erleiden musste. Sie starb irgendwann im 11. oder 12. Jahrhundert, aber auch dieses Datum ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Wenn wir das Vermächtnis von Helga Hufflepuffs Erziehungsphilosophie und der Suche, die ihren Namen trug, betrachten, ist leicht zu erkennen, dass sie in mancher Hinsicht ihren Altersgenossen wirklich voraus war. Die meisten Absolventen des Hauses Hufflepuff waren besonnene, vernünftige junge Männer und Frauen. Obwohl viele von ihnen nie zu mächtigen Duellanten oder dunklen Zauberern wurden, wie die Absolventen von Gryffindor oder Slytherin, müssen sie sich doch nicht schämen. Viele von ihnen wurden zu ehemaligen Zaubereiministern und haben die Zaubererwelt auf konventionelle, aber doch sinnvolle Weise verbessert. In den Jahren vor der Gründung der Schule hatte sich Rowena Ravenclaw bereits einen Namen als eine der fähigsten Hexen ihrer Zeit gemacht. Ihre Beherrschung von Zaubersprüchen, mit denen sie später auch ihr berühmtes Diadem kreierte, machten sie zu einer beeindruckenden Hexe. Ihr Wissensdurst trieb sie dazu, die Magie in einem Tempo zu studieren, mit dem kaum ein anderer Zauberer oder eine Hexe mithalten konnte. Aber es war nicht nur ihre Hartnäckigkeit, die sie zu einer mächtigen Hexe machte. Rowena besaß auch eine unerklärliche, angeborene Verbindung zur magischen Welt, die sich am besten in ihren Träumen widerspiegelte. Bevor sie ihre Mitbegründer traf, träumte Rowena oft von einem Wildschwein. In diesen Träumen bewegte sich das Tier durch die Wälder und Täler, bis es sie an den Fuß eines riesigen dunkelblauen Sees lockte. Später im Leben nahm Rowena diese Träume als Vorahnung und ließ sich von ihnen leiten, als sie den Standort von Hogwarts wählte, direkt am Fuße des großen Sees. Im Jahr 990 nach Christus kannte Rowena ihre Mitbegründer von Hogwarts bereits seit einiger Zeit. Obwohl Helga Hufflepuff ihre engste Freundin war, waren auch die beiden anderen Mitglieder Godric Gryffindor und Salazar Slytherin wichtig für sie. Gemeinsam gründeten sie die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und widmeten ihr Leben der Aufgabe, die magische Jugend Großbritanniens in der Welt der Zauberei zu unterrichten. Obwohl das Zaubereiministerium noch einige Jahrhunderte von seiner Gründung entfernt war, wurde das alte Britannien, das Rowena ihre Heimat nannte, immer noch von einer komplexen Reihe von Gesetzen regiert. Da die Streitigkeiten zwischen Muggeln und Zauberern ständig zunahmen, bemühten sich Rowena und ihre Lehrkollegen um die Sicherheit ihrer Schüler. Und für eine relativ kurze Zeit gelang ihnen das auch. Als eine der Mitbegründerinnen von Hogwarts hinterließ Rowena einen starken Eindruck in der Schule. In den Jahren nach ihrem Tod wurden die Werte, die sie vermittelte, weitergeführt, sodass das Haus Ravenclaw heute noch genauso beeindruckend ist wie zu Rowenas Zeiten. Bei der Auswahl der Schüler achtete Rowena auf eine ganz bestimmte Reihe an Eigenschaften. Im Gegensatz zu Godric Gryffindor, der Mut suchte, oder Slytherin, der auf das Reinbütige abgesehen war, wollte Ravenclaw nur die intelligentesten Schüler. Die ganze Zaubererwelt würde erfahren, wie wählerisch Ravenclaw war und Absolventen aus ihrem Haus würden ihre Zugehörigkeit mit großer Ehre zur Schau stellen. Irgendwann während ihrer Zeit als Professorin in Hogwarts schrieb sich Rowenas Tochter an der Schule ein. Man ist sich nicht ganz sicher, wie Rowenas Beziehung zu ihrer Tochter war, aber es ist bekannt, dass die Beziehung nicht ganz in Ordnung war. Rowena war ehrgeizig. Ehrgeizig genug, um ihre Zeit und Energie der mühsamen Aufgabe zu widmen, Hogwarts zu gründen. Wahrscheinlich arbeitete sie unermüdlich an dieser Aufgabe, als Helena, ihre Tochter, noch ein kleines Kind war. Etwas, das zu einer Feindseligkeit zwischen den beiden führte. Und ob Rowena sie nun absichtlich belasten wollte oder nicht, der Druck, eine der klügsten Hexen Großbritanniens als Mutter zu haben, war unübertroffen. Helena trug wahrscheinlich die Last der Perfektion und lernte unermüdlich, um den Erwartungen ihrer Mutter gerecht zu werden.
Schließlich musste Helena bis zur Einschreibung in Hogwarts klug genug sein, damit ihre Mutter sie in ihr eigenes Haus Ravenclaw aufnahm. All dieser Druck und das Urteil ihrer Mitschüler in der Zauberergemeinschaft trieben Helena dazu, ihre Mutter noch mehr zu verachten. Als Helena schließlich ausrastete, war der Schaden für ihre Mutter Rowena zu groß, um ihn zu ertragen. Während ihre Tochter Helena noch Schülerin in Hogwarts war, beschloss sie wegzulaufen. Die Feindseligkeit zwischen ihr und ihrer Mutter war zu groß geworden. Überwältigt von der Bewunderung, die ihre Mutter bei anderen Zauberern und Hexen genoss, schwor Helena, dass sie noch größer werden würde als ihre Mutter. Also stahl sie das verzauberte Diadem ihrer Mutter und machte sich auf den Weg nach Albanien. Das Diadem ihrer Mutter war angeblich so verzaubert, dass es seinem Träger mehr Weisheit verlieh. Doch in den Monaten, die auf Helenas Verrat folgten, schien sie nicht klüger zu werden. Zurück in Hogwarts konnte Rowena kaum begreifen, was geschehen war. Anstatt es ihren Mitbegründern zu erzählen und ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Helena in Sicherheit zu bringen, verheimlichte Rowena das ganze Ereignis. Sogar vor Helga Hufflepuff, ihrer besten Freundin. Helga war mehr als jede andere Hexe in der Zaubererwelt für ihr Mitgefühl und ihre Fähigkeit bekannt, sich um geplagte Zauberer zu kümmern. Aber am Ende war die Schande einfach zu groß für Rowena. Bald nach Helenas Abreise wurde Rowena krank. Obwohl sie es zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, lag sie im Sterben. Magiehistoriker fragten sich oft, ob Rowena wegen des Verschwindens ihrer Tochter an Liebeskummer starb. Ein solches Schicksal war in der alten magischen Welt nicht ungewöhnlich. Leider werden wir die Wahrheit darüber wohl nie erfahren. Aber in den letzten Tagen beging Rowena einen weiteren schweren Fehler. Als Rowena erkannte, dass ihr Ende nahte, wollte sie nicht sehnlicher, als ihre geliebte Tochter wiederzusehen. Obwohl Helena ihr kostbares Diadem gestohlen hatte, wollte Rowena ihr unbedingt verzeihen und hoffte, ihre Hand halten zu können, wenn sie ging. Doch anstatt ihre Mitbegründer um Hilfe zu bitten, wandte sich Rowena an einen seltsamen Verbündeten, den blutigen Baron. Damals nur als Baron bekannt, war er ein seltsamer Junge. Er war einer der ersten Schüler von Salazar Slytherin und er war vielen der Laster verfallen, die auch andere dunkle Zauberer besaßen. Aber vor allem sein hitziges Temperament brachte ihn oft in Schwierigkeiten und war schließlich die Ursache von Helenas Tod. Rowena wandte sich aus einem einfachen Grund an den Baron. Er war von ihrer Tochter besessen. Seit ihrer Zeit als Schülerin in Hogwarts hatte der Baron versucht, Helena zu seiner Gattin zu machen, aber sie lehnte immer ab. Rowena, immer noch so scharfsinnig wie eh und je, wusste, dass der Baron die einzige Person war, die sie nach Albanien schicken konnte, denn er würde nicht einfach aufgeben, wenn die Verfolgung zu schwierig werden würde. Aber Rowena unterschätzte, wie wütend der Baron war. Als er Helena schließlich in Albanien aufspürte, versuchte er erneut, ihr seine Liebe zu gestehen. Doch als Helena ihn diesmal zurückwies, zog der Baron einen messerscharfen Dolch und brachte sie um. Am Ende starb Rowena wahrscheinlich, bevor ihre Tochter als Geist zurückkehrte. Wenn wir Rowena Ravenclaws Vermächtnis und alles, was sie erreicht hat, betrachten, fällt es schwer, ihre persönlichen Schwächen zu ignorieren. Aber sie schuf eines der diszipliniertesten Häuser an allen Zauberschulen. Und wie bereits erwähnt, wählte sie den ikonischen Standort für den Bau von Hogwarts, eine Entscheidung, die zu unzähligen berühmten Begegnungen zwischen Schülern und magischen Kreaturen im großen See und im verbotenen Wald führte. Die Legende besagt, dass Rowena sogar den sich verändernden Grundriss entworfen hat, der Hogwarts fast unauffindbar machte. Wegen all dieser Errungenschaften und noch mehr ist Rowena Ravenclaw mit Sicherheit eine der interessantesten Mitbegründerinnen in Hogwarts. Aber eines ist sicher, die Gründer von Hogwarts, und zwar alle von ihnen, besaßen nach allgemeiner Auffassung Kräfte, die wirklich sehr stark und mächtig waren. Sie waren alle Meister der Zauberei, erfahrene Duellanten, Pioniere und mehr. Sie schufen die perfekte Umgebung für Schüler, um sich an die Magie und die Welt der Zauberer zu gewöhnen. Hogwarts war ein sicherer Ort für alle. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und konntet etwas Neues lernen. Wenn ihr mehr über Hogwarts oder andere Schulen aus dem Harry Potter Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch aber noch eine Frage stellen. Was haltet ihr von Hogwarts und seinen Gründern? Versteht ihr ihre Motive, Salazar Slytherin rauswerfen zu wollen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und lasst uns gerne darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.